Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show am Mittwochabend. Und Mittwoch, das ist traditionell der Nagelabend hier in der Quarantäne-Show. Ich spreche mit dem Arzt und Philosophen Professor Eckhard Nagel über die aktuelle Corona-Lage. Und ich sehe schon, pünktlich wie die Maurer ist er selbstverständlich schon da, genau so. Und ich hole ihn dazu und sage, hallo. Hallo. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Guten Abend nach Bayreuth. Guten Abend nach Berlin. Hallo. Wie ist die Lage? Naja, wir haben ja gerade eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März, wenn ich die Eilmeldung gerade noch richtig gesehen habe. Und den Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das gefällt nicht jedem und mir ehrlich gestanden auch nicht wirklich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wie komme ich drauf? Ja, überraschend, überraschend. Ja, genau. Und es gibt vor allem seit heute eine neue Leitlinie, nämlich es geht darum, dass die Inzidenz von 35 als neues Maß genommen werden soll, damit Lockerungen kommen, außer bei den Friseuren. Warum jetzt 35 und nicht mehr 50 und macht das so einen großen Unterschied? Also vorweg, bei den Friseuren macht es bei mir nicht so einen großen Unterschied. Aber warum? Warum, ja. Nein, ich bin wirklich auch ein bisschen überrascht, zumal wir am Wochenende ja eine Diskussion darüber hatten, dass gerade in deutschen Großstädten eine Situation mittlerweile auch beim öffentlichen Gesundheitsdienst vorhanden ist, wo tatsächlich auch bei einer höheren Inzidenzzahl die Nachverfolgung der Infektionen möglich ist. Das war ja ein ganz zentrales Thema im Hinblick auf die Frage, warum streben wir eigentlich eine solche Inzidenzzahl von unter 50 an? Begründung war stets auch von den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen, dass mit dieser Zahl praktisch das Limit erreicht ist, wo sie sinnvoll und dann eben auch in den möglichen Schritten nachverfolgen können, woher kommt eine Infektion, wer ist gefährdet, wen muss man warnen, beziehungsweise wo muss man unter Umständen Quarantäneregeln einführen und wie kann man diese Quarantäneregeln dann auch nachverfolgen. Und wie man jetzt auf die 35 kommt, weiß ich nicht wirklich, denn ich kann nicht erkennen, dass nachdem eben zum Beispiel Köln, nachdem Bremen, nachdem Hamburg gesagt hat, wir können auch mehr handeln, also eine höhere Infektionssituation auch gut abdecken im öffentlichen Gesundheitswesen, warum man jetzt die Zahl nochmal senkt. Natürlich ist es immer besser, das haben wir hier an dieser Stelle schon oft gesagt, jede Infektion, die vermieden wird, ist besser als eine Infektion, die durchgemacht werden muss für einen Patienten, eine Patientin. Hier geht es ja um die generelle Organisation nicht nur des Gesundheitswesens, sondern unserer Gesellschaft. Und hier wären wir einmalig, wenn wir 35 erreichen würden. Das gibt es in der Welt im Moment nicht. Und insofern befürchte ich so ein bisschen, dass das dann auch zu Konsequenzen oder Konsequenzen notwendig macht, die unter Umständen eben Kollateralschäden, wie man dieses unschöne Wort eben nutzt, also letztendlich Leid beziehungsweise Erschwernis des Lebens in anderen Bereichen verursacht. Und da versuchen wir uns ja immer anzunähern, wie kann man das abwägen, wie kann man eine Situation finden, wo auf der einen Seite Menschen geschützt werden vor dieser Infektion, aber auf der anderen Seite eben tatsächlich eine Lebensrealisierung wirklich möglich ist. Denken Sie denn, dass dieser Inzidenzwert von 35 bis zum 7. März, so lange ist der Lockdown jetzt verlängert worden, realistisch möglich ist? Oder werden wir auch dann wieder da sitzen und sagen, na, wir brauchen nochmal 3 Wochen, weil wir sind immer noch nicht unter der 50? Nein, ich glaube, dieser Referenzwert wird sich nicht halten lassen. Das ist meine Prognose. Ich denke, das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, es gibt doch eine sehr intensive Diskussion unter den Menschen, was kann man als zumutbar noch wirklich akzeptieren, wo gibt es Grenzen und wenn man auf verschiedene Personen schaut, die relevant sind, nehmen wir mal von Seiten
der Kommunen, nehmen wir mal Personen, die auch für die Wirtschaft sprechen, dann hört man doch mehr und mehr, dass wir hier an einem Punkt angekommen sind, der so nicht mehr einfach weiter gedreht werden kann, weiter perpetuiert werden kann. Und was ich schön finde für uns und für unsere Community, die uns zuhört, wir haben beim letzten Mal gesagt, was wird kommen in einer Woche? Da haben wir gesagt, es wird eine Verlängerung geben. Gleichzeitig werden die Schulen und die Kindertagesstätten ausgenommen werden. So ist es jetzt auch tatsächlich gekommen. Man hat das den Ländern freigestellt und da war ja schon erkennbar in der zurückliegenden Woche, dass mehr und mehr die Stimmen deutlich wurden, die nun auf einmal den Fokus auf Kinder und Jugendliche gelegt haben. Nicht nur deshalb, weil Eltern und Erziehungsberechtigte generell vielleicht jetzt überfordert sind oder nicht mehr können, das hat die Kanzlerin ja auch konstatiert und wahrgenommen, sondern weil die Befunde, die in diesem Bereich eben gesammelt worden sind und andere Beispiele, wie zum Beispiel in Frankreich, wo die Schulen die ganze Zeit über geöffnet waren, dass das doch mehr oder weniger ja so viel Augenmerk auf diesen Bereich jetzt gelenkt hat, dass die Ministerpräsidenten, die Kultusministerkonferenz, aber eben auch viele konkret Beteiligte sich jetzt dafür einsetzen, dass sich das verändert. Wir haben heute Morgen meine Arbeitsgruppe aus der Universität Bayreuth und ich mit der Stadt Wolfsburg eine Pressekonferenz gegeben über unsere Untersuchung zur sicheren Kita. Wolfsburg ist einer der Städte, wo wir eine solche Untersuchung gemacht haben. Und da konnten wir eben doch nochmal deutlich machen, dass eine wirkliche Gefährdung von Kindertagesstätten nun wahrlich nicht ausgegangen ist und dass man durch weitere Verbesserungen eine Situation jetzt schafft, wo auch Eltern wie das pädagogische Fachpersonal wirklich mit der Situation umgehen lernen und Kinder tatsächlich hier wieder in die Förderung kommen. Denn das ist auch eines der Ergebnisse, die Schere geht weiter auf. Wir haben interessanterweise von Eltern gehört in unserer Untersuchung, dass diejenigen, die stabile Lebensverhältnisse haben, die vernünftiges finanzielles Auskommen haben, diese Zeit gar nicht nur als belastend empfunden haben, sondern ein Stück weit auch zurück zur Familie, zurück zur Natur. Interessanter Befund. Viele sagen, also wenn ich gewusst hätte, wie schön die Natur ist, wo wir jetzt ja immer hingehen, weil nichts offen war, dann gehen wir auf jeden Fall auch nach Corona weiter in die Natur. Ich gehe in keine Vergnügungsparks mehr. Das sind dann so Momente, wo man ein bisschen schmunzelt und sagt, okay, hat auch positive Konsequenzen. Aber auf der anderen Seite eben auch ganz klar die Anspannung, die Belastung auch der Beziehungen von Eltern und natürlich eben auch die deutlichen Entwicklungsstörungen bis in Entwicklungsstörungen, die wir feststellen konnten und die eben andere auch feststellen. Also das hat sich durchgesetzt. Ich war heute ganz betroffen, als ich eine Mail bekam, weil ich auch gestern mich nochmal sehr dafür eingesetzt habe, dass in der heutigen Konferenz eben dieses Thema möglichst im Öffnungsmodus besprochen wird. Hat mir ein wo jemand aus dem Betreuungsbereich einer Kindertagesstätte geschrieben und hat sich beschwert bei mir, wie ich denn darauf kommen könnte und ein wichtiges Argument übersehen, nämlich, dass Erzieherinnen und Erzieher die Berufsgruppe sind, die am häufigsten krankgeschrieben wurde in der Corona-Zeit mit der Diagnose SARS-CoV-2. Und ich habe versucht, dem nachzugehen. Ich habe es auch noch nicht ganz klären können. Mein Argument war natürlich selbstverständlich, war am Anfang, wo man dachte, dass Kinder hier einen wichtigen Überträgermodus haben. Für die Gruppe, die mit ihnen arbeitet, gerade wenn man in einer sogenannten Risikogruppe war, also älter als 50 Jahre, so war am Anfang ja unsere Vorstellung, dann hat man sich krank gemeldet, einfach um eben einer Infektion zu entgehen, dem Risiko zu entgehen. Das hat er aber nicht gelten lassen. Er hat gesagt, wir sind doch nicht alles Leute, die weglaufen und die womöglich sich scheuen, sondern es gibt eben wirklich Menschen, die sich infiziert haben. Das will ich auch gar nicht ausschließen. In unseren Untersuchungen war es halt so, dass
meistens die Menschen, die als Mitarbeitende in Kindertagesstätten sie infiziert hatten, es von außen reingebracht haben und nicht von innen. Aber der Brief war von einer, oder die Mail war von einer Schärfe und einer Gekränktheit, dass ich noch weiter gelesen habe, war sehr lang. Und am Ende kam, brach es förmlich durch, nämlich zu sagen, also Sie reden hier für Kindertagesstätten und für kleine Kinder, die benachteiligt werden, die das nicht mehr aufholen. Aber gucken Sie sich mal mein Kind an. Mein Kind ist 15 Jahre alt. Schauen Sie sich mal an, wie mein Kind darunter leidet, was in den zurückliegenden Wochen und Monaten nicht mehr möglich war. Und das ist doch die eigentliche Generation, um die wir uns kümmern müssen. Und da fangen Sie doch mal bitte an und gucken und setzen sich für die ein und nicht immer für die Kinder in den Kindertagesstätten. So, also da war eine ganz andere Motivation dahinter, mir zu schreiben, als nur zu sagen, ich halte davon nichts. Ich glaube, Kindertagesstätten sind entbehrlich, sondern da war eine tiefe Kränkung und eine Not im Hinblick auf das eigene Kind, dass man eben an dieser Stelle dann hier tatsächlich sich so geäußert hat oder sich jemand entsprechend geäußert hat. Also die Not ist groß, das muss man jetzt einfach mal wahrnehmen. Ich glaube, das wird wahrgenommen. Wir haben es am Anfang sehr stark fokussiert auf die wirtschaftlichen Folgen. Wir haben es zu Recht auf die Menschen in ihrem Bereich, die Kulturschaffenden, fokussiert und die Kinder in Anführungsstrichen ein Stück weit mitlaufen lassen. Jetzt hat sich das gedreht. Auch das ist natürlich verkehrt, jetzt den Fokus ausschließlich auf Kinder und Eltern zu richten, aber auf jeden Fall ist der Einstieg in den Ausstieg da und insofern hoffe ich, dass wir durch die neuen Richtzahlen oder Zahlen, die wir anstreben wollen, die in sich selber gut sind, die aber wahrscheinlich schwer zu erreichen sein werden, nicht eine Verhärtung der Debatte wieder bekommen. Ich hatte heute den Eindruck, die Kanzlerin war fast ein bisschen, um es mal nonchalant zu sagen, angepisst, dass sie da nicht durchregieren konnte, top-down machen konnte beim Thema Bildung. Denn sie hat in der Pressekonferenz vorhin so gesagt, ja, das ist ja nun mal so, das ist jetzt Ländersache und das muss sie jetzt den Ländern überlassen und die müssen jetzt auch individuell entscheiden, wie sie mit Kitas und Schulen umgehen. Ich hatte den Eindruck, da war sie gar nicht so zufrieden, dass sie da nicht ordentlich durchgreifen kann. Und es schien mir, als wäre sie da gerne noch ein bisschen strenger gewesen, als es viele Landesherren und Landesherren jetzt sein wollen. Und jetzt gehen die Kitas und Schulen nach und nach wieder auf. Nach dem 22. hat, glaube ich, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller angekündigt, will er nach und nach wieder öffnen. Das heißt, das sind so die ersten Schritte. Und gleichzeitig sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wir feststellen, dass die ersten Studien erscheinen. Das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg hat eine repräsentative Online-Studie gemacht, die zu ziemlich erschreckenden Ergebnissen kam, nämlich das, was nicht verwunderlich ist, aber trotzdem erschreckend, doch erstaunlich viele Kinder wesentlich mehr unter dem Zustand des letzten Jahres gelitten haben, als bisher gedacht. Also Symptomatiken, die in Richtung von Depressionen gehen, sind deutlich häufiger anzutreffen und vor allem, so wie ich es gehört habe, auch deutlich häufiger als noch im ersten Lockdown, als noch zum Teil nur halb so viele Kinder davon sprachen, dass es ihnen in der Phase jetzt nicht gut gehe. Jetzt sind es schon bedeutend mehr und die Probleme gehen eben weit über das Alltägliche hinaus, also weit über Fragen wie, warum kann ich so wenig Freundinnen, Freunde sehen, Menschen oder Klassenkameraden sehen. Da scheint sich tatsächlich was zu zeigen, was dann doch dramatischer ist, als wir dachten. Ich habe dazu zwei Fragen an Sie. Die eine ist, wie würden Sie die Studie einordnen? Hätten Sie damit gerechnet, dass die seelischen Folgen bei Kindern so sind, wie die Studien es jetzt nahelegen? Und die dritte Frage stelle ich gleich, damit es nicht zu viel werden. Also erstmal ist diese Studie eine Folgestudie. Das ist das zweite Mal, dass man hier über Ergebnisse berichtet. Und ich glaube, die Arbeitsgruppe ist ja bekannt für einen sehr sorgsamen Umgang mit Kindern und die Möglichkeit und die Fähigkeit, eben Kinder tatsächlich auch selbst zu befragen und zu untersuchen. Ich habe gerade auf unsere Studie hingewiesen, die sich auf Erziehungsberechtigte und das pädagogische Fachpersonal insbesondere konzentriert. Wir haben auch Kinder interviewt, aber wir wissen als Nicht-Kinderärzte
natürlich auch wie Spiel- und Kinderpsychologen, wie schwierig das ist. Also insofern, da haben über 1000 Kinder teilgenommen. Das ist eine wirklich beeindruckende Arbeit, die da geleistet worden ist. Und die Ergebnisse überraschen mich nicht. Ich glaube, das ist das, was man eigentlich erwarten musste. Wenn man in die Lebensrealität von Kindern so massiv eingreift, und das ist ja ein ganz massiver Eingriff, wie ich gerade berichtet habe von der Mail, die ich da bekommen habe, wie Eltern das auch selber wahrnehmen. Aber wenn sie mit Kindern und Jugendlichen sprechen, ich habe ja insbesondere mit transplantierten Kindern zu tun, dann ist Corona ein Begriff in sich, in der Lebensrealität und Wirklichkeit, insbesondere von jungen Kindern, natürlich eine, ja, wie ein großes Gespenst. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Das ist wie die böse Hexe im Märchen, die da irgendwo nicht erkennbar, aber lauert, die vieles nicht möglich macht, was man sich wünscht. Nehmen wir mal das Weihnachtsfest, nehmen wir mal die Besuche bei den Menschen in der Familie, die man lieb hat. All das ist für Kinder natürlich ein sehr irritierender, schmerzlicher und verletzender Prozess. Und da reden wir noch gar nicht von Bildung. Da reden wir einfach nur vom sozialen Kontext und der sozialen Weiterentwicklung. Und dass Freundinnen und Freunde fehlen, dass die Möglichkeit fehlt, tatsächlich auch Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Hier wurde von Sport gesprochen, ja, das Fußballspielen, das kann sich ja vielleicht jeder denken, der mit zwischen 10 und 16 gerne gekickt hat oder vielleicht auch länger. Also das ist ja völlig natürlich, dass das tatsächlich als eine schwere Einschränkung wahrgenommen wird. Und wenn ich dann noch eine Situation habe, wo ich erkennen kann, dass mein häusliches Umfeld, also jetzt auch meine Eltern, massiv belastet werden, und das hat ja unsere Untersuchung gezeigt, dann auch die Konfliktsituationen zwischen den Eltern deutlicher werden. Also nicht zwischen Eltern und Kindern interessanterweise, sondern zwischen den Eltern selbst. Dann ist es natürlich etwas, was wiederum sekundär auf die Kinder abfärbt. Also mich überrascht das gar nicht. Es reiht sich ein eben in einer Reihe von Untersuchungen oder auch Berichten, die wir vorher gehört haben. Der Präsident der Deutschen Kinder- und Jugendärzte aus Dortmund hat ja neulich im Deutschlandfunk darüber berichtet, dass die Selbstmordrate von Kindern nach der Erkenntnis dieser Fachgesellschaft erhöht ist. Und da merkt man jetzt natürlich auch, wenn wir auf der einen Seite ja Menschen schützen wollen, auch Gruppen schützen wollen, die besonders gefährdet sind, und auf der anderen Seite jetzt eine Gruppe haben, die durch die Erkrankung selbst nicht besonders gefährdet ist, aber durch die Maßnahmen gefährdet wird, dann merkt man, wie problematisch dieser Abwägungsprozess ist zwischen Chancen und Risiken und auch zwischen unterschiedlichen Interessen, die im Prinzip ja konfliktär sind. Da sind ja eigentlich Konflikte dahinter, die wir versuchen, durch möglichst einheitliche Regeln mehr oder weniger wegzudefinieren. Aber das gelingt uns prinzipiell natürlich nicht. Man kann an die Solidarität appellieren, man kann an eine intergenerationelle Gerechtigkeit appellieren. Was haben wir als Eltern, als Großeltern für euch getan? Dürfen wir entsprechend auch etwas von euch erwarten? Selbstverständlich. Das ist ein Grundprinzip, gerade im Gesundheitswesen. Aber diese Konflikte liegen mehr und mehr offen zutage. Und da muss man natürlich Ausgleiche schaffen. Das ist völlig klar. Und diese Ausgleiche können nicht unidirektional sein. Das heißt, sie können nicht nur eine Sache im Blick haben, also nicht nur die Zahl 35, 50 oder wie immer die Inzidenzzahl ist, die wir uns als Definition geben. Ich habe mich, als ich von der Studie gehört habe, auch gefragt, gibt es da die Möglichkeit, dass es da Langzeitschäden auch gibt? Oder ist es dann doch etwas, wo man sagt, ja, es ist jetzt eine krasse Erfahrung, es ist eine prägende Erfahrung, genau wie Sie es eben beschrieben haben, ein solches Jahr, vielleicht anderthalb solche Jahre, jetzt scheint ja mindestens für Kinder wieder Normalität einzutreten. Oder wächst sich das aus, weil es am Ende dann doch ein komisches Jahr in der eigenen Kindheit war, das mal komisch war und das auch für eine Phase der Verstimmung gesorgt hat, aber langfristig sich nicht auswirken wird? Nein, man muss natürlich davon ausgehen, dass solche Erlebnisse auch Folgen haben. Sonst hätten auch positive
sag ich mal, Erlebnisse für Kinder keine besonders positiven Folgen. Also selbstverständlich wird das Folgen haben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn ich die Forschungsgruppe, die für diese PISA-Studien zuständig sind, richtig verstehe, dann wird es so sein, dass das Aufholen der Bildungsdefizite ein ganzes Jahrzehnt dauert. Das heißt also, hier sind praktisch in Anführungsstrichen, das muss man, der Wort Schaden ist ein bisschen schwer zu werten, aber auf jeden Fall Defizite entstanden, an denen natürlich vielfach hart gearbeitet werden muss, um sie wieder auszugleichen. Und ich glaube, es ist relativ klar, dass diejenigen, die an dieser Stelle keine adäquate Unterstützung haben und ohnehin in dem Bildungskontext immer hinten anstehen, dass die natürlich viel größere Schwierigkeiten haben werden, das auszugleichen, als andere, die vielleicht eine entsprechende Unterstützung bekommen. Und wenn Sie jetzt mal auf das Gebiet der Medizin wieder gehen und wenn wir uns mal anschauen, wie Bildung und spätere Berufschancen und Einkommen Auswirkungen haben auf die Gesundheit und die Lebenserwartung, dann ist es völlig klar, dass diese Zeit negative Auswirkungen auf die Lebenserwartung von dieser Gruppe von Kindern haben wird. Das ist nicht wegzudefinieren, das ist auch nicht mehr wegzubringen bei aller Unterstützung. Diese Folgen sind da, diese Folgen muss man in Kauf nehmen, wenn die Lebensrealität so ist, wie sie ist. Das gilt ja für andere Länder und schwere Konflikte, die in diesen Ländern zum Teil sind, ohnehin. Aber wir sprechen von sogenannten posttraumatischen Entwicklungsstörungen. Das sind Erlebnisse, die Kinder haben. Und hier liegt ein kollektives Erlebnis vor, das mit Sicherheit auch zu diesen posttraumatischen Entwicklungsstörungen führen wird. Wenn ich so eine Studie höre oder von ihr höre wie heute, dann habe ich den Eindruck, da kommt die Psychologie doch relativ spät. Beziehungsweise vielleicht kommt sie gar nicht so spät. Vielleicht haben wir nur nicht so genau hingehört. Denn das ist irgendwie auch ein Bereich, bei dem ich schon die ganze Zeit dachte, man hört viel zu wenig aus der Psychologie. Man hört vor allem zu wenig an den Entscheidungsstellen. Also warum saßen beispielsweise in den Gremien, die die Kanzlerin beraten haben, keine bis maximal eine Psychologin, wenn ich richtig informiert bin. Also dieser ganze Bereich des Seelischen, all die Auswirkungen, die diese Phase auf Erwachsene, auf Ältere, genau wie auf Kinder hat, wurde in meinen Augen in der Wahrnehmung kolossal vernachlässigt. Und ich kann mich täuschen, aber ich hatte phasenweise das Gefühl, man hat geradezu versucht, diese Stimme nicht auch noch hörbar zu machen, weil man schon genug damit zu tun hatte, sich mit den drei Virologen zu unterhalten, die sich dann am Ende des Tages hoffentlich alle einig waren. Also eigentlich waren sie sich ja, glaube ich, nicht, aber das würde ich auch, wäre gar nicht meine Erwartungshaltung an die Wissenschaft. Sie haben völlig recht, man hat an dieser Stelle Psychologen und auch Soziologen und vor allen Dingen jüngere Menschen wahrscheinlich viel zu wenig gehört, die natürlich einen anderen Betrachtungswinkel zu der Situation gehabt haben. Das ist immer ein Problem mit der, wir nennen das in der Wissenschaft Bias, wenn ich eine vorgefertigte oder wenn ich Entscheidungen treffe, die mich am Ende zu bestimmten Entscheidungen oder Einsichten besonders bringen, dann habe ich eine vorgefertigte Meinung, mit der ich an die Untersuchung oder die Meinungsbildung herangehe. Und dann kommt natürlich das heraus, mehr oder weniger, was ich vorher schon gedacht habe. Und dieser Bias, den glaube ich, der ist natürlich auch in dieser Situation sehr stark fixiert gewesen auf konkrete medizinische Fragestellungen, das heißt auf die Fragestellung der Infektion und auf die Fragestellung letztendlich eben auch des Risikos, wer ist besonders infiziert und wie kann man schwere Krankheitsverläufe besonders verhindern. Und deshalb hat man sich in diese Richtung beraten lassen, auch wie kann man unter Umständen die Ausbreitung vermeiden. Aber, und da glaube ich, trifft Ihr Vorwurf dann auch, nach einem halben Jahr, also spätestens nach der ersten Phase mit der vermuteten zweiten möglichen Phase, hätte man sich diesem Thema intensiver stellen sollen. Natürlich gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich umfassende Ergebnisse. Auch unsere Untersuchungen zum Beispiel aus der ersten Lockdown-Phase waren mehr oder weniger moderat. Also man hat noch nicht das, was man jetzt feststellen kann, da festgestellt. Es war ein kurzer Zeitraum. Der war durchaus getragen von einer hohen Solidarität
Viele haben davon gesprochen, dass eigentlich die positiven Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie überwiegen werden, auch für das Individuum. Und wenn ich vorher von der Naturerfahrung gesprochen habe, dann war das für viele noch im Mittelpunkt, dass man sagt, wo sind eigentlich die positiven Anteile, die ich hieraus ziehen kann? Und man ist eben dann in den Sommer gegangen und hat gedacht, gut, das ist so gut wie vorbei. Und das ist natürlich eine andere Situation. Diese Ergebnisse, die jetzt dann da im September, Oktober vorlagen, so lange dauert das ja, bis man die dann ausgewertet hat, die sind natürlich ganz anders gewesen als das, was wir jetzt vorgestellt bekommen. Und insofern gab es im Oktober, im November diese Ergebnisse in dieser Art und Weise noch nicht, wie wir sie jetzt vorliegen haben. Dennoch, man kann sehen, dass in Frankreich, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, man sich anders entschieden hat, und zwar, weil man dort auf Wissenschaftler besonders gehört hat, insbesondere der jetzige französische Ministerpräsident hat es wiederholt betont, dass er die Befunde, die vorliegen für Schulen, das ist ja nicht nur Kindertagesstätten und Grundschulen, sondern für Schulen generell, für verantwortbar hält, dass er gesehen hat, dass im ersten Lockdown in Frankreich, als die Schulen auch zugegangen sind, keine große Veränderung sich zum zweiten Lockdown gezeigt hat, wo man die Schulen offen gelassen hat. Und insofern aus dieser Erfahrung heraus mit der deutlichen Warnung der Kinder- und Jugendärzte in Frankreich, dass es erhebliche negative Konsequenzen für die Gruppe haben wird. Dazu muss man sagen, in Frankreich hat die Schule nochmal einen zentraleren Stellenwert als in Deutschland mit der Ganztagsschule, mit einer wirklich, sage ich mal, sehr starken Fixierung der persönlichen Entwicklung von Kindern in Schulkontexten. Und da hat man sich eben tatsächlich anders beraten lassen und auch anders entschieden. Das ist so, und das könnte am Ende des Tages ein gravierender Vorteil für die Franzosen sein. Auch wenn man natürlich feststellen muss, dass die Infektionsraten dort noch deutlich höher sind als bei uns, und auch wenn man feststellen muss, dass natürlich das persönliche Leid in der Anzahl der Infizierten und Verstorbenen auch mindestens so stark gewichtet werden muss wie das in Deutschland. Schauen wir nach vorne. Die Impfungen laufen an, wenn auch sehr schleppend. Und dennoch führen wir eine Diskussion über sogenannte Privilegien für Geimpfte. Eine Diskussion, die man auf der einen Seite natürlich völlig albern finden kann, vor allem wenn man sich anguckt, wie langsam es vorangeht. Und trotzdem würde ich die Diskussion gerne mit Ihnen führen, weil ich sie einfach spannend finde. Jenseits der Frage, wie angemessen sie schon ist oder nicht, geht es ja darum, sollen Menschen, die geimpft sind, also die beiden Impfdosen bekommen haben, gewisse Vorteile haben. Heiko Maas ist dafür, der Ethikrat hat ein Statement vergangene Woche dazu veröffentlicht, ist radikal dagegen, Jens Spahn ist auch dagegen, spricht von Verzichtssolidarität auf Seiten derer, die dann schon geimpft sind, und von Geduldssolidarität auf der Seite derer, die noch nicht geimpft sind. Also es geht konkret darum, sollen Geimpfte beispielsweise wieder ins Restaurant gehen können, sollen sie wieder ins Kino gehen können, sollen sie ins Theater gehen, ins Fitnessstudio, wo auch immer. Ich finde diese Diskussion sehr spannend und gebe zu, dass ich da eine gewisse Ambivalenz habe bei diesem Thema. Und es gibt radikale Gegner, die sagen, natürlich niemand soll da Vorteile haben, wie soll es auch funktionieren. Und wenn ich mir aber angucke, was beispielsweise Menschen aus meinem Umfeld, die älter sind, schon jetzt getan haben, geleistet haben und wie sie sich eingeschränkt haben zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz von Angehörigen und zum Schutz natürlich auch von Ärzten und Pflegern, denke ich dann, ich würde jetzt auch jedem
75-Jährigen oder 80-Jährigen, der gut drauf ist, der soweit gesund ist und geimpft ist, es gönnen, wenn er wieder mehr vom Leben hat. So wie ich es natürlich auch jedem Jüngeren gönnen würde, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber. Es geht jetzt vor allem um Ältere und um Pflegepersonal. Und dem Pflegepersonal würde ich es erst recht wünschen, dass er wieder, dass es wieder mehr vom Leben hat, weil das sind die, die nun neben den Älteren am allerhärtesten getroffen waren, einfach qua Beruf. Und deswegen frage ich mich manchmal, warum eigentlich nicht, bevor wir überhaupt darüber reden, ob es Privilegien sind oder nicht. Wie ist Ihre Wahrnehmung dieser Situation? Also wir führen ja viele unsinnige Debatten und insofern habe ich mich gewundert, dass der Bundesaußenminister sich dazu geäußert hat und mich gefragt, wie der denn jetzt dazu kommt. Das kann ich Ihnen sagen, der reist nicht so gerne, der hat viel Zeit. So, okay. Jedenfalls war ich total irritiert, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt bestimmt eines der geringsten Probleme, das zu diskutieren, wo wir mit den Impfungen selber schon nicht zurande kommen und ja Schwierigkeiten haben, an dieser Stelle überhaupt auch einen richtigen Weg zu finden und die Frage der Selbstbestimmung auch gerade bei Pflegepersonal und bei anderen nochmal wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Das waren ja Themen, die zu diesem Zeitpunkt gerade wirklich relevant waren. Nichtsdestotrotz, der Deutsche Ethikrat hat sich dazu jetzt ja geäußert, dankenswerterweise in einer kurzen Stellungnahme. Und er hat, da war ich so ein bisschen enttäuscht von diesem Gremium, was ich ja mal selber mitgegründet habe, sich nicht ganz eindeutig positioniert, sondern er hat sich positioniert für den Moment. Da hat er sich allerdings eindeutig positioniert und gesagt, im Moment ist das auf keinen Fall ein Thema und das ist nicht möglich. Aber wenn man sagt im Moment, dann heißt es ja, es könnten neue Erkenntnisse dazutreten, die von solchen Vorteilen für Geimpfte dann sprechen oder die möglich machen. Und da wird es natürlich dann eine grundlegend ethische Debatte. Und die hat der Ethikrat natürlich auch in einer kurzen Stellungnahme nicht abgegeben. Und da hoffe ich, dass er daran weiterarbeitet und dass wir von ihm an dieser Stelle auch noch lesen werden. Was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist ja, dass wir davon ausgehen, dass Menschen, die geimpft sind, andere und sich selbst schützen. Der Ethikrat hat zugegebenermaßen auch festgestellt, das ist überhaupt nicht sicher. Die jetzige Impfung ist auf jeden Fall eine Hilfe für den Geimpften. So ist jedenfalls unsere Vorstellung. So sind die Ergebnisse, die wir wahrnehmen können. Ein Vorteil im Hinblick auf das Durchleben der Erkrankung. Entweder man wird gar keine Symptome haben oder aber die Symptome werden nicht lebensgefährlich sein. Das ist ja die wichtige, sag ich mal, Grundinformation, die eine Impfung auch ermöglicht. Aber der zweite Punkt der Impfung, das ist ein wesentlichere Teil im Hinblick auf die Allgemeinheit, ist, dass dadurch, dass ich geimpft bin, ich nicht zum Überträger des Virus werde. Und da haben wir ja ganz konkrete Vorbehalte. Das wissen wir tatsächlich nicht. Dazu gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse. Im Gegenteil, es gibt einige Befunde, die dafür sprechen, dass ein Geimpfter durchaus eine Mutation, ein mutiertes Virus auch weitergeben kann, also auch andere Leute anstecken kann. Also insofern ist es geradezu absurd, an dieser Stelle jetzt von Impfprivilegien zu sprechen, weil der wesentliche Aspekt, der vermeintliche Privilegien unterstützen würde, den gibt es gar nicht. Die Erkenntnis dazu gibt es gar nicht. Das meint der Ethikrat natürlich mit dem Thema im Moment. Vielleicht ändert sich ja die Erkenntnis dazu nochmal. Warum spricht dann jemand wie der Bundesgesundheitsminister von Solidarität, die sich darauf bezieht, Einschränkungen dann für alle in gleicher Art und Weise weiter beizubehalten, auch wenn eine Gruppe, jetzt die Geimpften, vielleicht eine andere Bewegungsfreiheit hat? Und warum sprechen Konzertveranstalter oder Reiseveranstalter davon, nein, wir transportieren demnächst nur noch Geimpfte, oder das ist der Impfpass ist die Voraussetzung dafür. Und wir kennen das aus der politischen, auch von der politischen Ebene. Auch Griechenland zum Beispiel setzt sich sehr für einen europäischen Impfpass ein. Warum? Naheliegenderweise, weil sie hoffen, dass Menschen dann mit diesem Impfpass auch wieder nach Griechenland in den Urlaub fahren werden und die wichtige Tourismusindustrie damit unterstützen. Also insofern muss man gucken nach den
vermeintlichen Zielrichtungen, wieder nach dem Bias, von dem ich vorher gesprochen habe, warum diese Diskussion beginnt. Und dann muss man sich, sag ich mal, die grundlegende Wertorientierung anschauen, die ja schon bei der Frage, wer wird geimpft, keine kleine Rolle spielt. Denn es ist ja jetzt keineswegs so, dass jeder nur hier schreien muss und sagen, ich will Ostern verreisen, also ich möchte jetzt eine Impfung und ich gehe morgen zur Impfung. Die Situation ist ja gar nicht gegeben. Wir wissen auch noch nicht mal, ob unter Umständen durch Veränderung des Virus diese Impfung hält und wie lange sie hält. Also auch das sind ja Themen, die nicht beantwortet sind. Also wir bewegen uns in Unsicherheit dementsprechend müssen wir versuchen, und da stehe ich zu diesem Solidaritätsgedanken, alle gleich zu behandeln. Alle gleich zu behandeln heißt nicht in dem Sinne, für alle ist alles gleich. Aber die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, müssen gleich sein. Und der Abwägungsprozess, der zum einen vielleicht bei der Impfpriorisierung, bei der Kategorie, wer wird geimpft, eine Rolle spielt, ändert ja nichts an sozusagen der Gleichwertigkeit aller, auch derjenigen, die auf Stufe 4 stehen. Auch wenn ich als Letzter geimpft werde, bin ich in meiner Würde, in meiner Bedeutung, in meiner Anerkennung durch die Gesellschaft, die mir die Impfung zur Verfügung stellt, nicht weniger wert als der, der ganz oben steht. Sondern oben steht sozusagen derjenige, der durch eine mögliche Erkrankung am meisten gefährdet ist. Und diese Gefährdung begründet die Position aufgrund eben einer spezifischen Bedürftigkeit. Das ist sofort anders, wenn wir eine Situation haben, wenn wir darüber diskutieren und sagen, wenn ich denn geimpft bin, kriege ich Vorteile. Wie sehen diese Vorteile aus? Ich darf meinetwegen, das habe ich gerade hier im Chat gelesen, wieder Kaffee trinken gehen mit meinen Freunden, mit den geimpften Freunden natürlich nur. So, und da wird es dann jetzt schon problematisch, weil es im Verhältnis, sage ich mal, zu der Wertigkeit, Gefährdung, ja, Lebensrettung, natürlich eine vollkommen andere Dimension ist, über die wir hier reden, nämlich Amüsement. Man kann jetzt irgendwie begründen, wenn ich nicht Kaffee trinken kann, dann ist mein Leben nichts mehr wert. Aber auf solche Diskussionen will ich mich jetzt hier nicht einlassen, sondern man muss eben nochmal feststellen, was sind sozusagen die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wenn, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der Schutz des Dritten durch diese Impfung nicht wirklich begründet ist und begründet sein kann. Und wenn ein Konzertanbieter dann hofft, er kann eben wieder mehr Leute in die Halle bringen, weil es alles Geimpfte sind, dann ist es letztendlich ein kommerzieller Vorteil, den er sich verspricht. Wenn jemand sagt, ich möchte eben Urlaub machen, was andere dann nicht können, wenn ich geimpft bin, dann ist es sozusagen eine ein persönlicher Vorteil, den ich dann natürlich im Vergleich zum anderen, also zum Gegenüber, bekomme, wenn ich eine Handlung vollführe, die unter Umständen ja auch Konsequenzen für mich hat. Und da wird es dann nochmal wieder komplizierter in der Abwägung der Werte. Eine Impfung ist immer mit einem Risiko verbunden. Wir haben uns beim letzten Mal darüber unterhalten. Wir sind gerne bereit, ich und Sie, dieses Risiko auf uns zu nehmen und zu sagen, ja, die Vorteile, die wir davon haben, auch medizinisch gesehen, scheinen uns wichtiger als letztendlich die Nachteile, die damit einhergehen können. Also entscheiden wir uns freiwillig für eine solche Impfung. In dem Moment, wo mir bestimmte Lebensbereiche verschlossen bleiben würden, wenn ich nicht geimpft bin, also zum Beispiel meine Mobilität eingeschränkt wird, haben wir eine Zwangssituation, die meine Freiwilligkeit und meine persönliche Meinungsäußerung degradieren. Und deshalb kann man unmöglich dafür argumentieren, dass hier eine zusätzliche, in Anführungsstrichen, Freiheit entstehen sollte, wenn ich mich impfen lasse versus der Gruppe, die sich nicht impfen lässt. Diese sozusagen Reduzierung meiner persönlichen Freiheiten ist inakzeptabel, weil sie nicht begründet ist und nicht wirklich begründet werden kann. Und deshalb halte ich diese Diskussion eigentlich für entschieden und wundere mich, dass vielleicht die ökonomische Rationalität oder welche auch immer dieses Thema immer wieder nach oben spült.
Ich habe neulich auch einen Text gelesen, einen Aufsatz gelesen, der genau umgekehrt argumentierte wie Sie jetzt, wo man eben auch der Auffassung war, wo der Autor der Auffassung war und sagte, nö, das ist doch, im Grunde ist die wahre Solidarität jetzt also ein bisschen so, wie ich es vorhin in meiner Ambivalenz versucht habe klarzumachen, im Grunde ist die wahre Solidarität jetzt die eben sich solidarisch zu erklären mit denen, die wieder dürfen, weil das ja auch die sind, die am meisten getan haben für die Gesellschaft, also eben die Risikogruppen in jeder Hinsicht, die am meisten Verzicht geübt haben oder eben wie die Pflegerinnen und Ärzte am meisten getan haben. Am Anfang des Jahres wurde ihnen applaudiert, aber mehr als Applaus wäre doch, sie jetzt auch wieder mehr am Leben teilhaben zu lassen. Und in diesem Zusammenhang kam auch das Argument, das ich interessant fand, auch wenn wir beide keine Juristen sind, wollte ich es trotzdem kurz angemerkt haben, dass der Autor, ich muss mal nachgucken, wo es war, schrieb, rechtlich ist das natürlich auf jeden Fall eine Grauzone, aber er sagte, rechtlich ist es gar nicht so umstritten, weil zunächst mal kann natürlich jedes Privatunternehmen, jede Airline, jeder Konzertveranstalter, jedes Restaurant kann ja qua Vertragsrecht entscheiden, mit wem es Geschäfte macht. Ne? Und ich kann natürlich, wenn ich ein Restaurant habe, meine woke Blase erfreuen und Nazis nicht willkommen dran schreiben. Und wenn ein AfD-Abgeordneter reinkommt, sagen, du kommst hier nicht rein, und dann kriege ich viel Applaus. Oder ich sage eben, hier kommen nur Geimpfte rein. Insofern bin ich sehr gespannt, zu welchen Konflikten das führen wird, weil, so wie ich es verstanden habe, ist die Aushebelung des Ganzen rechtlich ziemlich schwierig, beziehungsweise nur dann schwierig, wenn etwas ganz Exklusives angeboten wird. Also eine Airline, wenn es nur eine einzige Airline gibt, die an einem bestimmten Punkt dieser Welt fliegt und sagt, okay, da kann man das nicht machen, oder eben alles, was von staatlicher Seite ist, da geht es natürlich nicht. Also da sehe ich noch das Potenzial großer Verwerfungen auf uns zukommen. Das Potenzial ist sicherlich gegeben und ich bin wirklich kein Jurist und kann im Detail diese juristischen Fragestellungen nicht beantworten. Aber ich stelle mir nur einmal vor, wir reden ja viel über Diversität und sozusagen über die gleiche Behandlung und Wahrnehmung und den Respekt und die Akzeptanz des anderen. Und ich stelle mir jetzt sozusagen das Konzert vor, das zur Voraussetzung nimmt, dass ich ein Geimpfter bin und einen Impfpass vorzeigen muss. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich meinen Personalausweis vorzeigen müsste und sagen, wo wohne ich eigentlich, um das Konzert zu besuchen. Und dann unterschieden wird zwischen dem Guten und dem Schlechten, nämlich dem Schlechten, der darf nicht rein, weil er nämlich nicht geimpft ist. Und das Gleiche dann im Hinblick auf ein Restaurant. Also das kann ich mir schwerlich vorstellen. Unter ethischen Gesichtspunkten. Wie gesagt, juristisch klar, ich kann mein Haus nur öffnen für solche Leute, die geimpft sind und sagen, hier kommt zu mir privat nur jemand rein, der geimpft ist. Aber das ist was anderes, als wenn ich im öffentlichen Raum Angebote mache. Und das ist ja das Gleiche im Nahverkehr. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, die Lufthansa befördert jetzt nur noch Geimpfte als staatliche Institution, dann stimmt in der Konstellation sozusagen von Recht und Würde manches nicht, weil damit tatsächlich dann ein impliziter Impfzwang vorliegen würde. Und da glaube ich nicht nur an die Überzeugung derjenigen, die gesagt haben, unter ihnen wird es sowas nicht geben, sondern ich halte eigentlich unsere gesellschaftliche Debatte an dieser Stelle nicht wirklich für anders orientiert, dass wir jetzt auf einmal an dieser Stelle eine Rolle rückwärts machen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wir haben ja hier in diesem Kontext schon vieles gesehen. Und meine, Sie kennen ja wahrscheinlich den Konzertveranstalter, der das als erster mit auch auf die Bühne gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und gesagt, also zu unseren Konzerten kommen nur noch Geimpfte rein. Der ist, glaube Ja. ich, relativ schnell zurückgerudert, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, jetzt ist der neueste Move von Eventim, dass sie jetzt selbst Impfzentren aufmachen wollen und selber auch impfen wollen. Ja, das ist der neueste Move. Kann ich mich Ja, als Arzt noch Eventim. bewerben? Bitte? Kann ich mich als Arzt noch bewerben? Oder ist das sozusagen dann. Natürlich. Und Sie können dann hingehen und dann kriegen Sie die Spritze und noch ein Kombipaket mit einem Konzert Ihrer Lieblingsband. Das Okay. wäre funktionierender Kapitalismus, aber so weit sind wir leider noch nicht. Das wäre was. Dann kann man sich impfen lassen bei Eventim und sich gleichzeitig noch ein Konzert aussuchen von einer Band, die man gerne hören möchte. Nein, Eventim ist da tatsächlich eine Firma, bei der man sehr vorsichtig sein muss, die im Grunde
eine fast schon ungeheure Marktmacht haben und deren Geschäftsmodell darauf basiert, dass Geld, das eigentlich Künstlern zusteht, nämlich das Geld, das Gäste, Besucher ausgegeben haben in der Annahme, dass Konzerte, dass Veranstaltungen stattfinden, die jetzt nicht stattfinden und immer wieder verschoben werden, die dafür Geld ausgegeben haben. Dieses Geld gehört eigentlich den Künstlern, aber Eventim, die natürlich den Eindruck haben, wir sind sowieso mal per se für alles zuständig und können alles sagen, wir behalten das Geld erstmal, obwohl sie eigentlich nichts anderes als ein Dienstleister sind, eigentlich eine Zwischeninstanz, behalten das ganze Geld, statt es auszuzahlen an die, denen es eigentlich gehört, und zahlen dann wiederum ihren Zuschauern Gutscheine aus. Also das Geschäftsmodell ist sehr umstritten und es ist zu Recht eine umstrittene Firma, die man sehr kritisieren kann. Und wenn ich höre, dass Eventim irgendwas vorstecken, dass Eventim impfen will oder nur Geimpfte reinlassen will, dann muss ich sagen, dann bin ich immer erstmal vorsichtig und vermute eher, wie soll man sagen, eher unlautere Absichten als ehrliche. Aber da tue ich denen vielleicht auch Unrecht, aber da bin ich mittlerweile sehr skeptisch aufgrund dieses Geschäftsgebarens. Okay, aber dann kann ich es einordnen, wer das als letzter vorgeschlagen hat, weil das hat mich mindestens überrascht, wie die Stellungnahme von dem Außenminister, weil ich gedacht habe, das ist ja jetzt ganz dreist, sich an dieser Stelle entsprechend vorzuwagen. Es gab mal einen Hinweis einer Fluglinie, Qantas war es, glaube ich, die gesagt haben, wir wollen nur getestete fliegen. Ich habe selber mal einen Flug der Lufthansa teilgenommen, wo ein Test vorher Pflicht war, habe das als Stuhl, ich habe mich nochmal erkundigt, wieso ist das hier und der, wir wollen das untersuchen, wir wollen die Zeiten messen und so weiter, das habe ich unter Wissenschaft abgehakt, weil auch das sehe ich als problematisch an. Natürlich, das sehen wir ja jetzt, kann von Staatswegen können Regeln erlassen werden für eine bestimmte Zeit, die zum Beispiel die Einreise oder Ausreise aus einem Land koppeln an bestimmte Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Aber alles andere sehe ich wirklich für kompliziert. Zumal, wenn wir jetzt eine Situation bekommen, von der ich ja immer noch hoffe, dass sie die eigentliche Lösung im Ganzen ist, nämlich zumal, wenn Medikamente entwickelt werden, die einen schweren Verlauf einer Erkrankung adäquat behandeln können. Es ist gerade heute zugelassen worden, ein Antikörperpräparat in den USA, das eben die schweren Verläufe bis zu 70% reduziert und damit einen ganz wesentlichen Fortschritt darstellen würde in der wirklich symptomatischen Behandlung dieser Erkrankung. Wenn wir also ein Medikament oder mehrere Medikamente, das, wie gesagt, darf man hoffen, bekommen, die dann auch eine wirksame Therapie anbieten, dann wird es noch freiwilliger, in Anführungsstrichen, dass ich mich impfe, und dann kann es nicht gekoppelt sein an bestimmte Rechte, zum Beispiel mit der Bahn irgendwo hinzufahren oder andere Dinge, die eben zu meinen Möglichkeiten der normalen Lebensrealisierung gehören sollten. Ja, es ist auch eine Zeitdiagnose, ne, dass man so sehr solche Debatten führt, es kommen zu uns nur Geimpfte rein. Das geht dann auf einer höheren Ebene auch alles einher mit diesen ganzen Diskussionen, die wir sonst häufig führen, dass es jedoch häufig auch eine gesellschaftliche Tendenz gibt, online wie offline vor allem Meinungen um sich herum zu versammeln, die dem eigenen Weltbild entsprechen und möglichst auch mit allem anderen sich nicht mehr beschäftigen zu müssen. Also so Räume der Reinheit werden ja gerne gesucht und sind sehr angesagt, und das wäre natürlich dann der finale Raum der Reinheit. Da weiß man, sind alle geimpft. Hier ist im besten Fall ein ganz geringes bis gar kein Risiko mehr. Hier kann man sich wieder umarmen und die Zunge in den Hals stecken und ist sich auch sonst hoffentlich einig, weil man sich impfen lässt und deshalb natürlich zu den Richtigen gehört. Und ich betone, ich werde es ja auch tun. Insofern mache ich mich nicht über die Impfwilligen lustig, im Gegenteil. Nein, wie gesagt, das ist jetzt keine Diskussion über Sinnhaftigkeit des Impfens, sondern es geht ja um die Frage, erwachsen einem daraus irgendwelche, wie auch immer, gearteten Vorteile? Und ich glaube, genau. Ja. Schauen wir vielleicht zum Schluss noch auf zwei Aspekte, die ganz spannend sind. Sie waren das letzte Woche in Österreich. Sie haben in Tirol mitbekommen, wie dort gearbeitet wird. Wir sehen es gerade auch überhaupt. Österreich hat jetzt wieder gelockert. Man kann wieder
einkaufen gehen. Eine Reporterin der Bild-Zeitung war ganz vorne, auch unsere Reporterin war einkaufen. Das war ein sensationelles Erlebnis. Da musste man direkt eine halbe Seite für freiräumen, damit die Reporterin aus Wien beschreiben konnte, wie es ist, in Wien einkaufen zu gehen. Weil viele Leserinnen und Leser auf sich offensichtlich nicht mehr erinnern können, wie das mal war. Und also in Österreich wurde gelockert. Wenn ich es richtig verstanden habe, aber vor dem Hintergrund trotzdem hoher Zahlen nach wie vor, hohe Werte. Wie schätzen Sie die Situation in Österreich ein und vor allem in Tirol? Also erstmal muss man sagen, dass Österreich ja länger als die Bundesrepublik Deutschland jetzt schon einen Lockdown hat, einen relativ vergleichbaren, wenn wir von sogenannten harten Lockdown sprechen. Inwieweit die Menschen sich jetzt wirklich daran noch gehalten haben, ist schwer und ich glaube, die politische Entscheidung schwer zu beurteilen. Und ich glaube, die politische Entscheidung hat etwas damit zu tun, dass es so eine Art Verweigerungshaltung mehr und mehr in der Bevölkerung gegeben hat, wo man gesagt hat, also jetzt alles schön und gut, lasst die in Wien entscheiden, was sie wollen. Ich gehe Skifahren, ich gehe mit meinen Kindern in der Gruppe spazieren, wir machen Eishockeyspiele und andere Dinge, die ich so an dem Straßenrand, hätte ich beinahe gesagt, also auf meinem Weg in Tirol habe beobachten können. Also insofern, ziviler Ungehorsam wäre wahrscheinlich das richtige Wort, was dann dazu geführt hat, zu sagen, jetzt wir müssen etwas tun. Auch natürlich mit Blick auf die stark gebeutelten wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere auch natürlich im gesamten Kontext der Tourismusindustrie. Das ist für viele wahrscheinlich ein wirklich fataler Beginn des Jahres gewesen. Und insofern, obwohl Tourismus weiterhin verboten ist, die Hotels sind weiter geschlossen, Gaststätten sind weiter geschlossen, hat man sich jetzt aber entschieden, eben auf der einen Seite Schulen wieder zu öffnen und den Schulbesuch zu ermöglichen und auf der anderen Seite eben auch Geschäfte dann mit neuen Regeln zu versehen, Regeln, die wir dann wahrscheinlich auch irgendwann bekommen werden, dass man also bestimmte Quadratmeterzahlen für eine bestimmte Anzahl von Personen etc. zur Verfügung stellen muss. Und wie ich ja heute gelesen habe, auch die Behandlung des Wuschelkopfes wird jetzt dann wieder ermöglicht, also der Friseur oder die Friseure werden wieder geöffnet. Auch da gibt es neue Auflagen. Also ganz so ein bisschen in unserem Sinne, wie wir schon davon gesprochen haben, man kann natürlich das gesellschaftliche Leben wieder ermöglichen, wenn man adäquate Regeln dazu erlässt und sich, wichtig, alle an diese Regeln dann auch tatsächlich halten. Tirol ist ein bisschen in Zwielicht gekommen, weil eine Wissenschaftlerin, in dem Fall eine Virologin, aus der Uni in Innsbruck sich letzte Woche zu Wort gemeldet hat und gesagt, sie habe ein Virus sequenziert, das sehr ähnlich dem südafrikanischen sei. Und das südafrikanische bekanntermaßen ja besonders gefährlich. Auch da muss ich wiederholen. Ich habe extra zur Vorbereitung unseres heutigen Abends, weil ich beim letzten Mal ja gesagt habe, die britische Variante ist nicht infektiöser als die der Wildtyp, versucht wirklich rauszufinden, ob es Publikationen dazu gibt, also wissenschaftliche Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass das anders ist. Die habe ich nicht finden können. Es gibt keine entsprechende Publikation. Also insofern bleibe ich mal bei meiner Vermutung. Aber ich bleibe, das kann ich allen hier versprechen, auch weiter dran, danach zu forschen, ob ich mich revidieren muss. Jedenfalls diese Virologin hat dann diese neue Erkenntnis öffentlich gemacht und hat das ganz im Sinne eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin dann auch mit völlig neutralen Kommentierungen weitergegeben, um es mal ein bisschen sarkastisch zu formulieren und gesagt, naja, also wer jetzt nicht sofort Tirol völlig zumacht, der riskiert ein zweites Ischgl. So, das wäre natürlich für meine Wahrnehmung eine sehr differenzierte wissenschaftliche Aussage, also vollkommen über das Ziel hinausgeschossen, aber natürlich überall gehört. Das ist ja der Vorteil, wenn du dich so äußerst. Dementsprechend hat in dieser Situation dann ein wilder Diskurs stattgefunden zwischen Innsbruck und Wien, mit manchen Bemerkungen, die wir jetzt hier nicht wiederholen wollen. Aber wie immer in Österreich halt, wenn man hart diskutiert. Genau. Und dementsprechend ging es um die Frage, wird es jetzt geschlossen oder nicht. Ich bin jetzt dankbar, dass Nordtirol jedenfalls mit neuen Auflagen belegt worden ist und Osttirol erstmalig
konkret rausgenommen wurde. Warum ist das so wichtig? Weil unsere Kinderklinik liegt in Osttirol, also das ist schon mal das Entscheidende. Aber nein, da liegt auch ein großer Berg dazwischen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nämlich die Hohen Tauern. Und die Hohen Tauern als Nationalpark sind A, hoch, B, verschneit und ich glaube mittlerweile im Moment haben sie minus 35 Grad da oben. Also insofern, da kann kein Virus rüber, schon gar kein südafrikanisches. Ich nehme mal an, das ist eher an die Hitze gewöhnt. Also von der Seite her haben wir in Osttirol kein Risiko. Nein, was aber tatsächlich so ist, ist, dass wir dazu neigen, und das ist, glaube ich, ein generelles Problem in Österreich, genauso wie bei uns in Deutschland, dass wir solche Kurzmeldungen, die ja wie auch immer begründet sein mögen, zum Anlass nehmen, zu handeln und irgendwie zu vermeintlich reagieren zu müssen. Und das halte ich mittlerweile nach den 13 Monaten für fahrlässig. Ich glaube, man muss sich dann wirklich anschauen, worum geht es, welche Befunde liegen vor, in welcher Art und Weise sind die Annahmen, die da vermittelt wurden, tatsächlich begründet. Und dann muss man daraus Schlussfolgerungen ziehen, die nicht sofort alle von uns betreffen können, sondern die sehr selektiv stattfinden sollten. Und von der Seite her, wie gesagt, ist Tirol im Moment im Ausnahmezustand, aber nur Nordtirol, Osttirol ist sauber. Aber seit Anton aus Tirol ist Tirol nicht permanent im Ausnahmezustand, das weiß man. Genau, so ist es. Nur ihre Klinik ist nach wie vor ein Ort der Ruhe und der Nichtaufgeregtheit, des Nicht-Ausnahmezustands. Genau. Zum Schluss müssen wir natürlich noch eine Frage klären, die auch in den Kommentaren vorhin kam. Viele Menschen beschäftigt sie zutiefst. Und ich sage gleich, mir ist sie vollkommen wurscht, aber ich weiß, viele Menschen beschäftigt sie, deswegen möchte ich darüber mit Ihnen reden. Vielleicht Sie auch. Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, wir sollten dringend die Fußballer früher impfen, also nach vorne ziehen. Wer braucht noch die Alten? Wer braucht die Lehrer? Wer braucht die Erzieher? Alles egal, niemand braucht sie. Wir brauchen Fußballer, damit am Wochenende wieder ordentlich gespielt werden kann, und zwar geimpft. Sind Sie auch dafür, dass Fußballer vorher geimpft werden, oder ist Ihnen das genauso wurscht wie mir? Also ich habe es noch nicht gehört. Wir haben ja vorher gesagt, man kann die blödsinnigsten Gedanken äußern und findet damit Aufmerksamkeit. Das würde für mich voll in die gleiche Kategorie schlagen. Sind Sie Fußballfan, Herr Nagel? Ja, ich bin absolut. BVB ist mein BVB. Verein. Ja. Insofern kann ich mit Karl-Heinz Rummenigge sowieso nicht so viel anfangen. Aber, mit dem Vorschlag, weil als Fußballfan? Nein, auch damit nicht. Natürlich finde ich Fußball, das muss ich auch als Fan sagen, tatsächlich überhaupt nicht wie Fußball, wenn ein Stadion nicht voll ist und wenn eine entsprechende Atmosphäre nicht vorliegt. Das Fußballspielen um des Fußballspielen Willens, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das jedenfalls macht mir jetzt keine Freude und ich gucke mir jetzt auch diese Spiele, die es im Moment gibt, nicht an, weil ich bin wahrscheinlich ein Fan der Atmosphäre und nicht ein Fan unbedingt nur des Sports. Ich glaube auch, das ist eine absolute Überheblichkeit, mit der hier eine Sportart, die ja zweifelsohne für eine lange Zeit die Medien dominiert hat, auch viele Freundinnen und Freunde hat, jetzt hier sich nach vorne bringt. Man muss, glaube ich, anerkennen, dass das Fußballgeschäft kein anderes Geschäft mittlerweile ist als viele andere Wirtschaftszweige. Warum alles in der Welt sollte man Fußballer vor den Arbeiterinnen und Arbeitern eines Automobilunternehmens impfen, weil für zum wirtschaftlichen Ertrag arbeiten die mindestens so viel wie diejenigen, die professionell Fußball spielen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bedauere nur, dass wir dem überhaupt Aufmerksamkeit schenken, weil es vielleicht uns eher wieder ärgerlich macht, uns irritiert, vielleicht sogar den einen oder anderen zu Unmutsäußerungen bringt. Das alles ist am Ende des Tages nicht wert. Ich wäre wahrscheinlich dafür, am ehesten die Schwimmerinnen und Schwimmer zu impfen. Im Wasser ist man dann noch ein bisschen besser unterwegs vielleicht. Unbedingt. Ich wäre dafür, die Tennisspieler zu impfen. Ja, die haben es ja ganz schwer gerade in Australien. Ganz schwer. Genau, und die begegnen sich auch ständig. Das ist auch ein intensiver Begegnungssport. Ja. Viel Körperlichkeit. Genau, ich meine, was haben die alles auf sich genommen, um nach Melbourne zu reisen?
Und Melbourne ist ja tatsächlich ein Ort, der wirklich gebeutelt war von Corona über die letzten Monate. Einer der Orte in Australien, die am meisten Fälle nachgewiesen hatten und eben auch wirklich in einem massiven Lockdown, glaube ich, 8 oder 10 Wochen leben mussten. Wie man auf die Idee kommen kann, da jetzt Tennis zu spielen und die Leute zum Teil, ich glaube, 3 Wochen im Hotel in Quarantäne zu halten als Profisportler. Also das sind alles so Dinge, die kann man nicht nachvollziehen. Ich respektiere ökonomische Rationalitäten, aber sobald sie eben Irrationalitäten werden, fehlt mir leider das Verständnis dafür, schon gar dafür irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken. Genau, wir müssen noch kurz nachlegen, oder ich muss noch kurz der journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge tun und noch dazu sagen, weil das schon mehrere Leute hier angemerkt haben im Chat, Karl-Heinz Rummenigge wollte mit der Impfung von Fußballern quasi die Impfwilligkeit in der Bevölkerung vorantreiben, also die Impfwilligkeit ansteckend machen sozusagen. Das war sein Ziel. Also er wollte quasi mit einer Zwangsimpfung von Fußballern für die Freiwilligkeit des Impfens werben. So, das war jetzt eine Pointe, Freunde. Nicht, dass wieder einer reinschreibt, hat er gar nicht so gemeint. Weiß ich. Habe ich auch verstanden. Herr Nagel, ich danke Ihnen sehr für heute. Gerne, lieber Herr Schröder. Wir sehen uns nächste Woche. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Eine angenehme Woche für Sie. Dankeschön für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja. Ciao.